Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Wir sind hier immer noch in dem Tempel und wir wollten mal gucken, wo uns die Treppen hinführen. Hier liegt auch noch der Tote rum, den wir noch besiegt haben. Aber bis auf ein bisschen Gold ist das ziemlich wertlos, der gute Junge. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier sonst noch so haben. Hier stehen wohlgemerkt ein paar Leichen rum. Und liegen. Dann haben wir Knochenmehl, dann haben wir ein Balsamierungswerkzeug, Knochenreste. Nein, nein, das darf alles hier bleiben, das ist eklig. Zweimal leere Urne. Das sieht noch nicht vielversprechend aus. Hallo? Okay, wer von euch steht gleich wieder auf? Keiner? Prima. Dann bitte einmal zack, zack. So. Ja, okay. Hebel gibt es auf beiden Seiten. Ist also keine Falle oder so. Wo geht's dann? Moment, hier geht's oben und unten lang. Moment, der Type sieht verdächtig so aus, als würde der wieder aufstehen. Ich glaube, das war zu hoch, oder? Ja. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Ja. Allerdings nicht du, sondern ich. Ich habe das so toll gemacht. Und das erkannt, die Gefahr, bevor sie eine wurde. So. Und eigentlich sollen wir hier lang. Tja. Der hat auch noch Geld. Der hat auch noch Geld und... Oh, hallo! Heroische Sturmmantel, Stiefel. Ordentlich, ordentlich. Skelette haben generell meistens nur Geld. Aber hier geht das noch weiter. Oder? Nö. Nein, da kommt man nicht mehr... Ich sag, da kommt man nicht hin und dann drängt sie mich da weiter rein. Okay, da waren wir eben. Hier geht's noch weiter. Hier auch. Was? Schluss damit! Wow! Sekunde! Ja. Das war zwar lustig, aber voll nicht, was ich machen wollte. Alter. Du Blödvieh. Wow. What? Was war das? Okay. Das war der. Das war der. Das war der. Alles klärchen, mein Bärchen. Hui. Allerdings muss ich auch sagen, ich weiß, ich gucke mich hier ein bisschen hektisch um, glaube ich, gerade. Feuersalze, Trank, Gold, Salz, Salz. Aber ich gucke mich A, relativ hektisch um, weil ich etwas verunsichert bin. Weil hier überall die Leichen liegen, die jederzeit aufstehen könnten. Und B, ich finde es hier super verwirrend. Ich muss mich ein bisschen umgucken, so, weiß nicht, in dem Rhythmus, den ich gewohnt bin. Leider, beim Zocken. Sonst habe ich das Problem, dass ich die Koordination hier verliere. Denn ich finde das ultra unübersichtlich hier. Steht von euch einer auf? Nein. Der wurde erschlagen. Der hat noch Geld. Da können wir nichts mehr machen. Hier ist noch eine Truhe. Geld und... ja, blöder Eisenhelm, den lassen wir weg.
Aber ich finde das mega unübersichtlich hier unten. Alter, warte mal. Der steht doch auch wieder auf. Das sehe ich doch von hier. Was ist das? Och, Mädel, musst du mir immer... Das ist doch nicht ihr Scheiß Ernst, oder? So. Meine Güte. Tante, geh aus dem Weg. Lady Trampeltier hier. Rennt andauernd in den Weg. Oh, der ist gut. Also so einen hatten wir ja, aber ist auch viel wert. Von daher nehmen wir ihn nochmal mit. So. Jetzt geht's... Ah, eigentlich hier weiter, aber... Wehe, du latscht da jetzt drauf. Moment. Wer ist da? So. Wer ist da? Au! Kann ich hier nochmal auslösen? Hallo? Ich werde nicht scheitern. Kann ich nicht. Geister! Lässt du sie in Ruhe? So. Ich werde nicht scheitern. So. Und, ma, da ist noch... Da ist noch eine Nervensäge da hinten. Oh, Mädel, Mädel, geh aus dem Weg. Mädel, geh bloß aus dem Weg. Ich werde nicht scheitern. Ich danke euch für euren Schutz, Schöpfer. So. Das war eine schöne Nummer. Finde ich. Ein schönes Gefecht, hat Spaß gemacht. Und Geld nehmen wir natürlich mit. Geld und Pfeile nehmen wir natürlich mit. Und... Moment, jetzt komme ich hier durcheinander. Geld. Geld. Pfeil. Ja. So, Moment. Dann haben wir hier Leichen, Leichen über Leichen. Noch mehr Leichen. Die Leiche, die Leiche, die Leiche. Die und die Leiche. Die Leiche und die Leiche. Das ist echt, echt eklig, Leute. Stapelweise Leichen. Das ist echt widerlich. So, aber ganz davon ab. Hier jetzt nochmal die beiden. Gold, nö. Und du hast Gold, Knochenmehl und Pfeile, Pfeile, läuft. So, hier geht's scheinbar noch weiter und nach oben. Gold, nö. Und wo, warte mal, und wo ging's da unten hin? Hier war doch, hier hat sich das doch geteilt. Einmal hoch, einmal runter. Verdammt. Okay, komm, erst runter. Machen wir erst unten. Hier geht's wieder hoch. Ist das der gleiche Weg? Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist der gleiche Weg. Das heißt, wir kommen generell hier hinten an und können einmal in die Urne gucken und einmal in die Truhe gucken. Ockpfeile, Gold, Trank, Chitinstiefel der überragenden Ausdauer. Das klingt gut. Pelzstiefel nicht. Moment, Objekte, Bekleidung. Chitititi.
Also unsere Rüstung hat 75. Die auch. Wiegen tun sie fast das gleiche. So, die Stiefel haben 27. Und die Chitinstiefel haben auch 27. Aber 50% mehr Stamina. Dann nehmen wir statt 27, 9, 27, 6 und ja. Dann nehmen wir die Chitinstiefel. Die rüsten wir aus. Ja, perfekt. Okay, das heißt, wir haben jetzt mehr Ausdauer. Sonst war nicht in der Truhe. Okay. So, dann wollen wir hier definitiv nicht wieder in die Falle laufen. Und wehe, du baselst hinter mir her und da rein. Na! Da gehe ich nicht runter. Es wäre dumm, es zu versuchen. Ihr habt viel bessere Chancen als ich, diese Fallen zu überwinden. Ich zweifle nicht, dass dieser Hebel die Klingen deaktiviert. Ich warte erst einmal hier. Ach du, wartest hier! Das ist doch nicht ihr scheiß Ernst. Ich warte hier. Ja, schön. Verdammt. Warte. Hier an die Wand. Hier an die Wand. Boah, das ist echt nicht meins. Oh, ich mag das nicht, Leute. Ich mag das nicht. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen leise bin. Ich versuche mich zu konzentrieren. Oh. Ja, schön. So unerreichbar wie möglich zu sein. Ja, ist das die letzte Falle. Das war scheinbar mal so ein Drachenklauen-Schlüsseltor-Dings. Aber das scheint hier zerbrochen zu sein und kaputt und so. Ich weiß nicht warum, aber ich mache jede Wette, es ist nicht die letzte Falle. Wir haben schon eine Weile nicht gespeichert. Mein Schisshase kommt wieder durch. Safe. Alter, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das war im Leben nicht die letzte Falle. Das war im Leben nicht die letzte Falle. Ob es da weitergeht, weiß ich nicht. Ach so, der sollte wohl angreifen, aber der war schon... Der war selbst beim Wiederbeleben schon tot. Der war zu tot. Der ist immer... Ja. Ja, okay. Ich kann hier jetzt reingucken. Moment. Ich versuch's nochmal mit etwas mehr Licht. Mädel, du stehst im Weg. Ah, hier. Okay, das war das. Dann geht's hier jetzt theoretisch weiter. Hehehehe. Ach du Scheiße. Oh je, ihr habt's bestimmt gesehen. Da ist... Ist böse Truppe. Da ist böse Truppe. So.
Au, au, au! Alter, geht doch nicht immer einen Schritt vor, wenn ich gerade schieße hier. Reicht nicht. Jetzt müssen wir hier mal richtig aufs Maul hauen. Also dem Typen. So, komm schon, du Ollakultist. Ja, ich werde dich abschlachten. Wir haben Gott sei Dank vergessen, das Ding mit Blitzwiderstand anzulegen. Da sind keine Fallen. Yeah! Oh. Gold, das. Puh. Nein, möchte ich nicht drauf treten. Gold, Pfeil. Und, Zutaten. Gold, Zutaten, Kultistenrobe. Handschuhe, Stiefel, Pfeil. Läuft. Okay. So viel dazu. Ich bin gerade ein bisschen vergiftet. Ich muss mal gerade... Da, Heilung. Ja. Supi, dann fühlen wir uns auch gleich viel besser. So. Nimm. Nee, nicht Bogen. Ich will wieder mein Schwert und Schild. Richtig schön Krieger-Style. Und jetzt bitte nicht wieder irgendwo auf eine Falle treten. Hier unten noch was? Nee, ne? Nö. Dann gehen wir doch mal aus dem Weg, Tante. So. Dann gehen wir hier raus und sind hier noch mehr Fallen. So mehr Fallen, wo dann mehr Wasser durchkommt. Nein, vergesst es. Ja. Dann würde ich sagen, Schipaiyan. Ja. Und nu? Nun werden wir uns nochmal in Ruhe aushusten. Und einen Schluck trinken. Und dann geht's los. Attacke! So. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier Mirak-Tempel, Sanktum, was auch immer ist. Ich weiß nicht, welches Wissen Mirak dazu gebracht hat, sich gegen seine Meister zu wenden. Alter, schubst mich nicht. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. So wie das aussieht, gibt es hier noch viel mehr zu erkunden. Wow. Ja! Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Ja! Ich werde zuschlagen wie ein... Was? Yo. Ich würde mal sagen... Amethyst nehmen wir mit. Ich würde mal sagen, was Skelette angeht, brauchen wir uns ja wirklich keine Sorgen machen. Die sind nur so schwer zu durchsuchen, weil man nicht weiß, welches wozu gehört. Ich glaube, ich habe alle. Vielleicht. Aber die Skelette halten Gott sei Dank nicht so viel aus. Da können wir also wirklich... im Sturmangriff gegenrennen. Wow. Wer ist da? Ich war's nicht. Schluss damit. Oh, doch, shit. Oh. Alter. Was? Runter! Oh, Waffe aufladen. Meine Waffe besitzt keine Ladungen mehr. Okay.
Komm, stirb! Wir sind noch zu zweit. Das wird doch jetzt auch mal gerade ohne, ohne Ladungen gehen. So. Gold. Und die andere Nase hier hatte Gold. Und ja, das war's. Okay, meine schöne Waffe ist nicht mehr aufgeladen. Da stand bestimmt eben, wie man die auflädt. Ich habe es natürlich nicht mitgekriegt. T, Ladung. Ah, okay, kleiner, großer. Mit dem großen Seelenstein aufladen. Mit dem kleinen Seelenstein aufladen. Okay, einige Ladungen hat es wieder zurückgekriegt. Mehr haben wir nicht zum Aufladen. Okay. Gut, jetzt bräuchte ich nur noch irgendwie mal vielleicht einen Bogen demnächst, womit ich Seelensteine wieder auffüllen kann. Um dann später wieder neue Ladungen zu verteilen. Aber wir sind auf jeden Fall nicht ohne Schwert da. Stehen wir nicht da. Das ist mir gerade sehr, sehr wichtig. Es könnte sich lohnen, sich hier umzusehen. Denn, ja, genau. Nicht nur, dass es sich lohnen könnte, sich hier umzusehen. Ich habe auch die Vermutung... Ich habe auch die Vermutung, dass wir noch einiges an Feinden finden werden. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden würden. Kennt ihr diese Zauber schon? Wo bist du denn lang? Kennt ihr diese Zauber schon? Oh, hallo! Oh, wartet mal! Nee, das sind ruinierte Bücher. Kräftige Heilungsgeschichte? Ja, Seelenstein. Zauberbuch, ruinierte Bücher. Geld, 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 Geld. Noch ein Zauberbuch. Oh, cool. Trank, Trank. Yeah, das ist voll fette Beute. Aber ehrlich... Ehrlich, das ist ja voll krass. Okay, das gefiel mir hier. Hast du noch so einen Raum gefunden, Alte? Das wäre voll toll. So, dann gehen wir hier auf der anderen Seite runter und hier ist zu. Achso, nein, hier kann man reinfallen, aber nicht mehr rauskommen. Dann müssen wir auf der anderen Seite wieder raus, da wo ich auch reinkam. So, das ist dann der Bereich. Genau, von da kamen wir. So, dann gucken wir hier gerade erstmal nach oben. Da sind wir eben durchgelaufen. Also hier den Überblick zu behalten ist nicht so einfach. Ja, ich würde mal sagen, den habe ich mal eiskalt erwischt. So langsam werde ich immer besser. Okay. So. Was haben wir hier noch Schönes? Dann geht's hier runter. Oh nein. Oh nein. Schon wieder Kultisten. Ich werde zuschlagen wie ein Falke. Oh. Au! Moment. So. Nordpfeil, Geld. Das, die Klamotte. Das und das. Und fertig. Und, ja, dich holen wir auch noch. Oh, 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 oh. Ja, hinüber. Hinüber ist er. So und so und so. Jetzt habe ich das Falsche mitgenommen. Die blöde Maske wollte ich nicht haben. Und Waffen, den doofen Dolch wollte ich auch nie haben. So. Okay. Das war das.
Dann geht's hier jetzt weiter nach unten oder weiter nach da? Wie viel tiefer kann es noch hinabgehen? Wahrscheinlich weiter nach da. Ich habe gehört, dass Mirax Macht groß ist, kommt man aber hier nicht so einen großen Tempel errichten zu lassen. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Das spüre ich. Jetzt will ich aber erstmal hier noch gerade gucken. Was? Vorsicht! So langsam werde ich im Zweikampf richtig gut. Der hatte aber nur noch ein bisschen Gold. Die ist leer. Gold und ein Zaubertrank. Das war's schon wert. Oh, hallo. Eisenschwert der Furcht. Gewicht 9, 339. Das war's auf jeden Fall wert, hier nochmal runterzukommen. Schöne Sache. So, jetzt muss ich hier wieder hoch. Dann hier wieder runter. Und dann da wieder runter. Okay. Och, du dumme Nuss. Die löst hier jede Falle aus. Das ist ja noch schlimmer, noch tollpatschiger als ich, das Mädel. Okay, wir speichern hier nochmal. So. Wollen wir mal schauen, wo es hier hingeht. Oh ja. Oh ja. Oh, schön. Oh, wie hypnotisiert. Ich hatte gehört, dass Mira Stärke gelernt. Macht euch bereit. Fuß! Runter! Ist da jemand? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wow, Torwächter? Au, 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 au. Moment, 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 Moment. Der Torwächter tut mir gerade weh. Der tat mir jetzt gerade weh. Ich muss ihn mal ganz kurz, sorry. Ja, ich weiß, ist nicht nett, sie mal kurz hier alleine zu lassen. So. Oh, entschuldigt den Husterer. Ich hab mich erschrocken. Ein Ebenerzschwert, wie cool. Wie cool. Und Geld und Schlüssel zum Tempel von Mirak. Oh ja, super. Super Sache. Und was haben wir da noch? Gold. Und was haben wir da noch? Ja, ich ignoriere gerade, dass ich schon zu viel trage. Das ist mir durchaus bewusst. Gold, das, jawohl. Das Böse an diesem... Und Gold und Knochenmehl. Ausgemerzt. Was? Ah nee, ich dachte, das wäre magisch. Gold, Knochenmehl. Dann ist hier noch eine Truhe. Ja, ich sortiere gleich nochmal. Da ist nur Gold drin, immerhin. Okay, wir haben einen neuen Spruch gelernt. Voll toll, voll schön. In der Höhle. Von einem Flugdrachen, was auch immer, kleinem Baby-Flugdrachen-Monster. Echt eine starke Sache. Jetzt ist nur die Frage, ist hier irgendwo auch ein Ausgang? Ist das hier vielleicht auch noch eine Tür? Ja! Das ist auch noch eine Tür. Okay, ich will mal gerade... Nein, ich habe noch kein neues
Level, schade. Nee, die Battle Axe ist mir gerade egal. Okay, irgendwer schreit hier noch. Moment. Nur Geld. Nordhelm, 460. Und Geld. Und hier geht's nochmal weiter. Wo geht's denn hier hin? Oh, schaut mal. War ich da nicht schon? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So, aber bevor wir uns jetzt hier rausbequemen, beziehungsweise ich gleich noch ein, zwei Kleinigkeiten, die zu schwer sind, wegwerfe und wir dann weiterkommen, muss ich mich trotzdem schon wieder verabschieden für heute. Unsere Zeit ist leider schon wieder um. Ich wünsche euch also erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns an dieser Stelle wieder und vielleicht habe ich dann eine Lösung, wie wir trotz zu viel im Gepäck hier relativ zügig wieder rausfinden. Also bis dann, macht's gut, tschüss!